So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Kurz der Risikohinweis, bevor wir starten. Ich schalte hier nur gerade die Realtime-Kurse ab auf meinem anderen Rechner, damit die Internetverbindung gut ist oder der Stream ruckelfrei ist. So, was ist passiert gestern? Wir fangen also mit Silber an. Gestern gab es hier noch eine schöne, eher wahrscheinlich jetzt hier, weil es deutliche Abgaben danach kam, ein Short Squeeze eher. Und der Abverkauf endete aber auf Schlusskursbasis über der 17,55, so wie es ja angegeben wurde, beziehungsweise ja, also der Stoppkurs lag hier unten. Idealerweise wäre eigentlich nur ein Rücklauf eben bis 17,66 hätte stattfinden sollen oder eben bis 17,60 rum, also einfach nur bis zur Oberkante bzw. hier auf den EMA 200. Jetzt in der Nacht, ab 2 Uhr etwa, gab es einen schönen Anstieg wieder. Allerdings ist es jetzt hier auch erstmal ja nicht klar, um was es für ein Anstieg ist, eben sich handelt, ja, ob sich das jetzt hier wirklich um eine größere Gegenbewegung handelt, also wirklich eine Aufwärtsbewegung oder einfach wirklich nur eine Gegenbewegung, also eine Korrekturwelle auf die Abwärtsbewegung. Ist immer noch schwierig, wenn man hier im Tageschart das Bild anschaut, dann sieht man erneut heute wieder, also 1, 2, 3, nicht 4, 5 Kerzen touchieren hier und hier vorne auch, also seit 13 Handelstagen wird diese Linie immer wieder von unten angelaufen, intraday überwunden, aber im Endeffekt können die Bullen den EMA 200 nicht knacken, jedenfalls nicht auf Schlusskursbasis hier im Tageschart. Im 4-Stunden-Chart gab es hier wieder Schlusskurs unter dem Rainbow, also ist ja auch hier relativ die Aussagekraft relativ schwach, was man hier eben nur erkennen kann, oben eben den Abprall, unten ein Support-Level. Kurz zu Gold, da gibt es im Prinzip ja auch nichts, fast das gleiche Bild, außer dass eben Gold gestern hier die Hochs von der letzten Woche nicht rausgenommen hat und hier kein Hoch markiert hat. Im Tageschart ist ja auch seit dem 6. Oktober kein Schlusskurs, fand da über dem EMA 200 statt. Und hier im Stundenchart, ja, kann sich hier vielleicht langsam der Rainbow nach oben auffächern. Aber hier müssen jetzt definitiv auch sich die Käufer zeigen. Und das Tagestief von heute Nacht, hier ist es ja sogar anders ein Stück. Also hier sollte die 1262 jetzt hier nicht mehr unterschritten werden. Aber weder aggressiv long noch aggressiv short. Also da bleibt eigentlich weiter, wie am Wochenende erwähnt, hier die 50-50-Chance. Und da bleibt das eben auch dabei im Moment. Zum DAX gibt's, kann ich leider nicht viel sagen. Die Bewegung kam noch gestern. Ja, bis zur knapp unter der 10.850 eben gedreht. Das Hoch lag 10.820. Eröffnung, ich schaue gerade kurz mal, ja, dürfte 20, 30 Punkte höher sein, knapp unter der Marke. Also nochmal ein Anlaufen wäre möglich, aber höhere Kursziele erstmal, auch das andere Fibonacci-Level hier
aggressiv, definitiv nicht handelbar oder beziehungsweise für mich jedenfalls nicht handelbar. Gibt es bessere und schönere Setups, was man hier halt noch erwähnen kann. Die Deutsche Bank, wenn man hier investiert ist, Stopp nachgezogen auf das letzte Tief und warten, ob hier noch ein bisschen was kommt, eben bis zum Kursziel, was knapp unter 14 Euro liegt. Lufthansa ist abgeschlossen, Vonovia eigentlich auch. Sonst, da schaue ich aber später nochmal. Die Deutsche Telekom finde ich sehr interessant. Und hier eine Walt Disney definitiv auch. Ist ein Ausbruchskandidat, ein idealer. Zu den Forex-Paaren. Australischer Dollar, kanadischer Dollar. Hier sollte man nicht mehr ins Minus rutschen. Individuell halt eine Stoppanpassung oder ein Teilverkauf. Ja, auch nachtrailen eventuell auf die letzten Tiefs. Pfund australischer Dollar scheiterte hier erneut. Tief liegt oder der Stopp liegt entweder hier oder hier. Mal schauen, ob sich da was nach oben ergeben kann. Beim neuen Setup, wenn es noch nicht aktiviert worden ist. Ist hier Pfund gegenüber US-Dollar. Spielt es sich im Prinzip das ab, im Rücklauf an den gebrochenen Abwärtstrend. Hier kam es dann keine nachhaltigen Käufe. Jetzt liegt es eher seitwärts. Eine Stop-Buy-Marke liegt eben hier bei 1,2270 und die wichtigere, was auch dann im Tageschart hier angezeigt worden ist in der gestrigen Analyse, ist eben die 1,2350. Wenn die auf Tagesbasis geknackt wird, dürfte hier eine deutliche Aufwärtsbewegung bzw. Gegenbewegung eben einsetzen. Das ist definitiv interessant. Sonst kann man auch noch kurz schauen, was Palladium macht. Ist sogar nochmal angestiegen. Also wer hier zugegriffen hat, welche, wo ja hier die Analyse am Freitag rausging, liegt hier schon deutlich im Plus und kann, ja, wenn es jetzt hier nicht weitergeht, auch natürlich Teilgewinne schon sichern. Das war's. Danke fürs Zuhören und ich melde mich dann später nochmals.